Und jetzt beginnt Abschnitt 18. Hier ist das Loch, siehst du? Ja, das machst du super, Hassan. Julias Fahrrad ist wirklich alt. Mhm. Und das Loch hier ist groß. Kannst du das reparieren? Das werden wir ja sehen. Wenn nicht, dann fahren wir per Anhalter. Per Anhalter? Wie soll das gehen? So. Was? Hast du das schon mal gemacht? Na klar, mit zwei Freundinnen. Florian. Hallo, Julia. Heute bin ich im Stress. Der Elektriker kommt in einer Stunde und ich muss noch zur Post, ich muss noch zur Bank. Moment. Ich muss mich wirklich beeilen. Und heute muss ich auch besonders viel einkaufen. Äpfel, Kartoffeln, was für Gemüse hast du? Moment, Julia. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Du weißt, dass ich einen Onkel in München habe. Ja, der ist schon alt. 92 oder 93. 95. Er ist gestern gestorben. Das tut mir leid, Florian. Danke. Dieser Onkel hatte ein Hotel in München. Ja, das hast du mir auch schon erzählt. Ja, heute Morgen habe ich ein Fax aus München bekommen. Ich habe das Hotel geerbt. Ich bin der Besitzer eines Hotels. Was sagst du dazu? Was? Du hast jetzt ein Hotel? Na, das ist toll. Ich muss nach München fahren und mir das Hotel ansehen. Vorher möchte ich dich etwas fragen. Florian, du willst doch nicht von Berlin weggehen und mich hier lassen? Das ist genau das Problem. Wenn das Hotel gut geht, meine ich, können wir doch zusammen nach München gehen. Julia und Florian und ein Hotel. Was meinst du? Florian, das kommt alles so plötzlich. Ich brauche Zeit. Das geht zu schnell für mich. Wie gefällt's dir in Berlin, John? Gut. Familie Schulz ist sehr nett. Ja, du hast Glück. Du wohnst bei einer Familie mit zwei Mädchen. Ja, Tanja und Petra sind auch sehr nett. Ich habe gehört, du warst mit Tanja im Kino. Ja. War der Film gut? Es war ein Hollywood-Film. Ich hatte ihn schon gesehen. Er war, wie sagt man, langweilig? Langweilig? Ja, er war langweilig. Ich konnte den Dialog nicht verstehen. Es war auf Deutsch und sehr schnell. Und dann bin ich eingeschlafen. Was? Du bist im Kino neben Tanja eingeschlafen? Ja, so hat John da gesessen. Das ist mir noch nie passiert. Ein Junge ist neben mir eingeschlafen. Ich war müde. Sehr müde. Jetlag. Eine lange Reise. Du sprichst gut Deutsch. Ich muss noch viel lernen. Tanja, kannst du mir nicht Stunden in Deutsch geben, wie in der Schule? Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe eine Idee. Angelika, Christians Cousine, ist hier und hat keine Schule. Sie kann dir Stunden in Deutsch geben. Das macht sie gerne. Ich spreche mit ihr. Wirklich? Gut. Deutsch mit Angelika. Wo ist hier das Badezimmer? Du meinst die Toilette. Oh, ja. Da links. Du, Hassan, ich bereite ein Projekt vor für die Schule in Kunst und Deutsch. Was für ein Projekt? Ich mache einen Videofilm über Jungen und Mädchen und ihre Hobbys in der Freizeit. Den Film soll ich dann später in der Schule zeigen. Das klingt interessant. Ja, und ich wollte dich fragen, machst du mit? Dein Hobby ist doch Basketball und das kann man gut filmen. Und ich mache ein Interview mit dir. Was sagst du? Da sage ich natürlich nicht nein. Gut, dann treffen wir uns morgen um 3 bei mir. Super, ich freue mich schon. So, da ist unser Amerikaner wieder. Du trinkst sicher Coca-Cola, John? Ich trinke lieber einen Milkshake. Haben Sie das? Natürlich. Einen Milkshake für John. Erdbeer? Erdbeer? Was ist das? Moment. Erdbeeren sind rot und rund. Ich habe heute mit Florian gesprochen. Er hat ein Hotel in München geerbt.
Und jetzt will er, dass ich mit ihm nach München gehe. Was? Du willst von Berlin weggehen? Das darfst du nicht, Julia. Wir brauchen dich hier. Das geht nicht. Das ist das Ende vom Café Julia. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ja, Erdbeer ist toll. Gut. Ein Erdbeershake für John. Und für dich, Tanja? Mineralwasser mit Eis und Zitrone? Richtig. Und was bekommst du, Hassan? Nichts. Ich habe kein Geld mehr. Dann lade ich dich ein, Hassan.